Die hätten jetzt eh schon wieder Wolle. Ja, komm. Da würde ich sogar eben fast sogar nochmal wieder reingehen, noch ein bisschen Wolle holen, auch wenn das vielleicht ein wenig nervig ist. Aber dann haben wir wenigstens hinten unten nachher schön wollig warm. Irgendwie so. Schön wollig warm. Dann ist unser Lager schön wollig warm. Wobei ich unser Lager sogar, glaube ich, noch einen tiefer setzen würde. Hör auf zu springen. Dieses automatische Springen, was eingebaut worden ist, ne? Wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich. So. Die Weizenkörner können hier mit rein. Das waren nicht die Weizenkörner, Mann. Ah, ich wollte gerade sagen. Du bist weiß. Klingt irgendwie falsch, oder? Wenn ich das so sage. Du bist weiß. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Tut mir leid. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ja, versuchen wir sie nochmal irgendwie in die Ecke zu locken. So, alles klar. Ciao. Puh. Anstrengend mit diesen Schafen. Anstrengend. So. Junge, Junge, Junge. Da können wir nämlich eigentlich polierter Diorit. Dann bräuchte ich aber noch ein bisschen hier von dem Roten. Den würde ich gerne als Umrandung setzen. Lolo. 28 umrandet. Das sollte reichen. Wir haben ja hier noch einen. Polierter Diorit. Sollte auch reichen. Jetzt nehmen wir uns da nochmal ein bisschen was mit. So. Mal 41. Das sollte ausreichen. Dann machen wir es nämlich so. Na, hallo? Ich hätte mich auch so machen. Aber hier würden wir ein Holz anschließen, sag ich mal. So. Achso. Ah, das kann ja offen bleiben. Und dann würde ich den sogar noch, ehrlich gesagt, einfach frecherweise... Guck mal, da fehlt noch ein einziger. Und den haben wir genau glücklicherweise hier unten liegen. Als ob ich es gewusst hätte. Habe ich nicht, ist Zufall, aber man kann ja mal so tun, als ob. Wir müssen, glaube ich, echt nochmal einen nach unten gehen. Oh, na gut. Wir müssen auf jeden Fall noch einen nach unten gehen. Habe ich noch Leitern irgendwo? Hellgraue Wolle. Ach ja. Graue Wolle. Weiße Wolle. Hellgraue Wolle. Die hellgraue Wolle hat man jetzt, ne, nicht, das hat man jetzt nicht so gesehen. Ach ja, Leitern wollen wir machen. Zack, nochmal drei Leitern. Dann gehen wir vielleicht nochmal zwei in die Tiefe.
Dann haben wir jetzt 1, 2, 3. 4. 5. Ja, so geht das. So könnte ich mir das vorstellen. Das ist Erde. Und so gut. Und so schlau nicht. So. So. Und jetzt geht's los. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wie gesagt, nicht spannend, aber entspannt. Also mich auf jeden Fall. Mich entspannt sowas ungemein. Lassen wir eben stehen hier so ein bisschen die Fackeln, ne? Achso, ah. Und gerade keine Fackeln da in dem Schnell-Slot, in den unteren Slot. Und bleibt eben stehen ganz kurz. Ich weiß nur nicht, immer noch nicht, wo der Banditenanführer abgeblieben ist. Den. Würde ich schon gern wissen, wo der abgeblieben ist. Der dumme Sack. Der dumme Sack, ey. Oh. Ja, wir haben noch. Wir haben noch. Jetzt haben wir wieder einen Bruchstein. Sogenannte Grubbelsdun. So. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, weil die, ne, die einen Dinger da drin hängen. Oh, und Eisen haben wir gefunden. Siehst du mal, lohnt sich doch, dass wir nochmal ein bisschen hier den Boden tiefer setzen. Das finde ich doch recht gut. Entschuldigung. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, meiner Meinung nach. Ja, machen wir erstmal hier wieder zu. Der Boden muss da eh noch rein. Sollen wir so einen Boden da wieder reinmachen dann auch? Dann müssten wir da auch ein. Ja, müssten wir dann auch machen, ne? Mit dem Holz. Müssten wir dann auch machen. Wobei Bruchstein wahrscheinlich auch relativ gut aussehen würde als Boden, oder? Ich weiß es jetzt gerade aktuell gar nicht. Also auf jeden Fall der Bruchstein würde relativ gut aussehen. Achso. Ja. Ja, da haben wir jetzt. Kann ich dann die Sachen auch eben abreißen. Zack. Wäre jetzt auch nochmal eine Überlegung wert, ob wir hier lieber einen Bruchstein als Boden. Das würde dann so aussehen. Ist das dann hell genug? Ich weiß es noch nicht. Ey. Machen die denn sowas mit mir hier? Schippe. Schippe. Ich will eigentlich nur hier dran. Wollen wir da mal so ein, ne, kleines Granitvorkommen haben.
dann will ich mir dieses auch holen. Und es scheint viel zu sein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass echt so viel Granit hier unten ist. Das muss ich, glaube ich, dann wieder gleich mit Bruchstein mal ein bisschen wieder auffüllen. Dieses Geklatsche, ich dachte immer, das ist ein Giech, ne, irgendwo. Das gleich mit unserer Spitzhacke auch noch. Hatte ich zwei oder drei gemacht. Ja, schauen wir uns mal. Und es ist schon wieder Nacht. Wir gehen mal ganz schnell pennen, sonst werden es mir zu viele Nachbarn. Moin. Sonst werden es mir einfach zu viele Nachbären. So, Eisen rein. Ja, ein bisschen Holz direkt drauf. Bruchstein drauf. Weizen ausgestattet. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Hier sind Creeper. Hier sind also auch ein paar Creeper. Und vor Creeper müssen wir uns halt in Acht nehmen. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit wem ich wen vermählt habe hier gerade. Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. So. Die fressen einfach zu viel Gras oder ich brauche einfach zu viel Wolle. Das kann auch sein. Hallo, Wolle. Der brauchen sie mich. Schnell rein und gehst du zu. So. Ja. Ich will dann nur euer Bestes und zwar eure Wolle. So, kommen alle hier nach hinten. Ich hab. Oh, Hilfe! So, ich will eigentlich nur ganz schnell wieder raus hier. So. Ja, das Gitter. Ich muss das. Huch, ich muss das Gitter noch ein bisschen größer machen. So, guck doch mal in die Fackel. Guck doch mal in die Fackel. Ich muss das Gatter noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht nach hier hin oder so. Da müssen wir nochmal gucken. Alter, der Baum ist aber hier riesig gewachsen. Naja. So. Gut, ein paar Stickies habe ich noch. So. Flupp. Achso, flupp. Machen wir drei. Drei Spitzhacken. Geht immer. So. Weiße Wolle haben wir dabei. So. Graue, hellgraue Wolle. Wie gesagt, können wir aktuell jetzt gerade gar nichts mehr machen. Und wir sollten aufpassen, dass wir eben halt nicht sterben, sonst ist die Welt nicht weg. Weil wir hier im Hardcore-Mode spielen. Achso. Ja, genau. Weizen vor allen Dingen. So, wie viel Wolle hatte ich denn jetzt? Von der grauen Wolle reicht gerade mal, um die Wand hier fertig zu kriegen. Das ist, naja. Oh, hier habe ich noch einen Fehler drin, sehe ich gerade. Shit. Mist. Danke. So. Und leider wieder weg. So. Achso, jetzt habe ich natürlich keine graue Wolle mehr. Ja. Sehr schlau. Aber gut. Südle. Und dann kommt hier weiße Wolle hin. Und dann wird das unser schönes Lager nachher. Wobei. Ach ja, stimmt, da wollte ich noch weiter buddeln gehen. Wobei wir wahrscheinlich die Wolle dann gar nicht mehr nachher sehen werden. Aber wir haben sie.
Wobei, macht das Sinn, dass wir hier das mit Wolle machen, anstatt den Boden? Wir könnten den Boden eigentlich besser mit Wolle auskleiden, anstatt die Wände, die man nachher eh nicht mehr sieht, wo wir sie zubauen, außer die Wände hier. Die Wände können wir ja lassen. Aber die Wände ist eigentlich Quatsch, fällt mir gerade so auf. Ich glaube, dann reise ich wieder ab. Weil man es einfach nachher nicht sieht, fällt mir gerade auf. Ein. So, die Wand können wir ja lassen. Und da können wir hier besser Bruchstein hinsetzen. Weil es einfach... Man sieht es ja nachher nicht mehr, wenn hier gleich... Man sieht es einfach nachher nicht mehr. Von daher ist es relativ Quark, wenn ich da was anderes hinsetze. Na toll. Sehr geistreich von mir. Dann reißen wir das auch da gleich noch weg. Hallo? Aber erst holen wir uns hier noch das rote Zeug hier raus. Das rote Granit. So, la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 . Granit, Granit, Granit. Wir wollen dich. Granit. So, lolololololo. Granit, Granit, Granit. Ist das, was ich lieb? Ja, oder so ähnlich. Lalalalalalala. So, so, so. So, mein Gott, wie viel Granit sind hier? Schon übertrieben, ich bin fest. Bin zu fett. Ich bin einfach zu fett. Ich gebe es ja zu. Ich habe zugenommen. So. Warte, wie viel Granit hier ist. Ein Träumchen. Wenn man viel mit Granit halt bauen möchte. Ist die Frage, brauchen wir so viel Granit? Das kann ich ja nie wieder auffüllen. Aber vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Eisen auch gleich. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus gleich aus unserem eigenen Kellerräumchen. Alter, wie viel Granit. Jetzt reicht's aber. Man muss das ja mal zu Ende sein hier. Ich brauche ja gleich eine eigene Kiste nur für Granit. Ist Granit. Granit ist, was du liebst. Ein bisschen die Uhr im Auge mal halten. Ich wollte heute nämlich nicht so lang machen. Ja. Also auf jeden Fall jetzt so um die Uhrzeit nicht. Muss noch ein bisschen was tun. Morgen relativ früh raus. Noch einen Termin. Mein Gott, die Zeit vergeht. Da wird der große Bub schon 15. Mein Gott. Ja, blondes Haar. Ne, das hat er ja gar nicht. Der hat ja gar kein blondes Haar. Hat er nicht. Auch Kohle. Oh, jetzt fange ich auch noch an, Kohle wieder abzubauen. Das ist ein Albtraum manchmal bei mir. Es ist ein Albtraum. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich im Namen, ich weiß nicht. Im Namen von Allah. Oh, warte. Ich glaube, da war noch Kohle. Ja, war's. Da war noch Kohle. Wir sollten mal eben eine Fackel hier aufsetzen, sonst sieht man gleich gar nichts mehr. Granit, Kohle, wir haben alles hier. Ist auch noch ein größerer Kohleflöt, oder? Lalalala.
Oh, und ein Eisenflöt. Naja, Flöt vielleicht nicht, aber Eisen. Und ich höre Lava. Oder? Ich höre Lava, ne? Vielleicht nicht so schön. Ich würde ungern hier rein verfallen. Wir machen halt hier dicht, sonst hast du nachher das. Weißt du, was ich meine? Moment, ihr seht gleich wieder was. Ich gebe mir Mühe, dass ihr wieder mehr seht. So.